Servus Leute, was geht? Ich bin Marco Pole von Flirt Empire, hier live aus Zürich. Und hast du auch das Problem, dass bei deinen Gesprächen mit Frauen nach 2 Minuten die Luft raus ist? Willst du wissen, wie mein Klient gestern es geschafft hat, von der Frau die Information zu bekommen, ob sie squirten kann? Wenn du dieses Video bis zum Schluss schaust, und das solltest du tun, dann wirst du wissen, wie du sie darüber hinaus sogar noch neugierig machen kannst, neue sexuelle Fantasien mit dir auszuprobieren. Und das Ganze mit der Virtual Reality Sex Game Routine von mir. Enjoy! Was ist die Virtual Reality Sex Game Routine? Nun, eine kleine Hintergrundstory. Ich habe auf meinen Workshops öfter das Problem, dass wenn ich mit meinen Klienten rausgehe und Frauen uns als Gruppe wahrnehmen, sie uns natürlicherweise fragen, was macht ihr hier eigentlich und woher kennt ihr euch? Dafür brauche ich immer mal wieder eine Story, eine Alibi-Story, weil ich erzähle nur Frauen, mit denen ich wirklich was haben will, dass ich Flirt-Coach bin und gerade einen Workshop gebe, weil mir das den Alpha of a Group-Bonus gibt und sie davon direkt attracted von mir ist. Aber wenn ich mit einem Klient zusammen in einem Set bin, dann brauche ich ihnen irgendeine Alibi-Story. Und die Alibi-Story, die wir gestern benutzt haben, war die Virtual Reality Sex Game Routine. Und zwar haben wir gesagt, dass wir alle Softwareentwickler sind, die im Endeffekt ein Virtual Reality Sex Game erstellen. Und zwar mit Brille, mit Tools, die du in den Händen hältst, um einfach das Spiel zu steuern an sich. Und vor allem auch mit Geräten für die Genitalien im Endeffekt, um eben zum Beispiel auch mit einem Partner, wenn du eine Fernbeziehung führst, darüber Sex zu haben. So, und du musst dir vorstellen, dass wenn du sowas sagst zu einer Frau, dass du mit so etwas dein Geld verdienst im Endeffekt, dass das Gespräch direkt um Sex geht. Ja? Und dadurch wird das Gespräch nicht langweilig. Weil bei den meisten Männern ist es so, dass sie mit Frauen reden über die Stadt. Oh, wie toll ist Zürich, wie schön es hier aussieht, wie toll die Gebäude sind, alles so königlich, hier gab es noch nie einen Krieg. Wahnsinnig tolle Informationen. Bringt aber die Interaktion mit der Frau nicht auf eine Ebene, wo du mit ihr dann eskalieren kannst, wo du im Endeffekt anfängst, mit ihr rumzumachen. Warum? Weil du nicht mit ihr über sexuelle Themen gesprochen hast. Und wenn dein Beruf ist, dass du mit sexuellen Themen zu tun hast, ja, dann ist es natürlich aus dem Gespräch heraus für sie einfacher, mit dir über sexuelle Themen zu reden. Das ist wie, wenn eine Frau zum Gynäkologen geht, dem erzählt sie auch mehr sexuelle Geschichten und einfach ganz offen als einem normalen Typen. Ja? Und mit dieser Geschichte, wenn du dich hinstellst als Virtual Sex Game Developer im Endeffekt, dann ist es so, dass die Frau einfach weiß, okay, der hat viel damit zu tun und dann mit ihm kann ich einfach darüber reden. Und was mein Klient gestern gemacht hat, ist, er hat sich als der Creative Director von dieser Firma im Endeffekt ausgegeben und hat gesagt, dass er die ganzen Fantasien entwickelt, die ganzen Sex-Fantasien, die du dann in unseren Sex-Games ja, erleben kannst. Und was das erzeugt hat in der Frau, war einfach diese Neugier, dass sie erfahren wollte, was das so für Fantasien sind. Und wenn eine Frau dich sowas fragt, ja, was sind es denn so für Fantasien, die du hast, dann ist das schon eine Form von Shit-Test, ja, weil sie testet, ob du wirklich der krasse Typ bist, der du vorgibst zu sein. Und deshalb gibst du den Shit-Test einfach an sie zurück und fragst sie, was war denn das Krasseste, was du jemals in deinem Leben ausprobiert hast im Bett? Und dann muss sie erstmal überlegen und du siehst dann, wie sie anfängt zu rattern. Ratter, 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 ratter. Und denkt in diesem Moment darüber nach, was das Krasseste war, was sie im Bett ausprobiert hat. Und was hat sie dadurch im Kopf? Sie hat dadurch Sex im Kopf. Okay, und dann sagt sie dir, ich weiß gar nicht, was das Krasseste ist, was ich ausprobiert habe. Dann sagst du, okay, cool, was war denn das Letzte, was du ausprobiert hast? Woran kannst du dich denn noch erinnern? Und dann fängt sie an zu überlegen, okay, ich weiß gar nicht, ob ich dir das sagen kann und sowas. Und das ist gar nicht so wichtig, dass sie es dir sagt. Es geht darum, dass sie darüber nachdenkt, dass sie anfängt, über ihr Sexleben nachzudenken und diese Bilder in ihrem Kopf einfach entstehen. Und der nächste Step ist, dass du da ein bisschen mehr in die Details gehst und dass du dann zum Beispiel fragst, okay, eine ganz andere Frage, wenn du mir nicht sagen kannst, was deine krasseste Fantasie war, kannst du denn squirten? Ja? Und dann fragst du es einfach direkt heraus. Es mag für viele Männer unvorstellbar sein, dass sowas funktioniert, aber die Wahrheit ist, wenn du es einfach so trocken sagst, du musst es richtig trocken sagen, als
wäre da gar nichts dahinter für dich. Es würde sich eigentlich gar nicht bocken, ob sie jetzt darauf antwortet oder nicht. Das ist die richtige Art und Weise, wie du das dann fragst. Und wenn du das so rüberbringen kannst, dass du es richtig trocken fragst, dann ist sie in der Position, dass sie antworten muss. Ja, zumindest muss sie irgendwas sagen, warum soll ich das denn mit dir teilen? Ja, aber in der Regel, weil sie mehr von dir erfahren möchte, weil du einfach dieser krass sexuelle Typ bist, ja, weil du bist ein Sex-Game-Developer, der krasse Fantasien in seinem Kopf hat und sie will die Fantasien von dir erfahren, dafür muss sie auch ein paar Informationen von sich liefern. Und diesen Umstand nutzt du dann einfach aus und fragst sie, du kannst eigentlich squirten. Und sie sagt dann vielleicht, ja, ich kann squirten. Und wenn du diese Information von ihr bekommen hast, dass sie squirten kann, im Endeffekt hast du sie schon zum ersten Invest gebracht. Sie hat schon ja, ein bisschen was investiert, um mehr Informationen von dir zu bekommen. Und was du danach machst, ist einfach, sie in eine Investitionsspirale zu locken. Einfach immer mehr sexuelle Fantasien von ihr zu erfragen und dann einfach auch die Information von ihr zu bekommen, was ihr besonders gut gefällt, was ihre Lieblingsart zu kommen ist einfach. Und diese Information nutzt du dann, um ihr Folgendes zu sagen, was dann bei ihr diese Neugier wecken wird, neue sexuelle Fantasien bei dir, mit dir auszuprobieren. Und zwar, was mein Klient gestern gemacht hat, war Folgendes. Nachdem er sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, was man aus diesen Informationen so alles machen kann, ist er auf der Tanzfläche im Club dann zu ihr hingegangen und hat gesagt, du, ganz ehrlich, ich habe volles Kopfkino gekriegt, seitdem ich weiß, dass du squirten kannst. Ich habe eine mega krasse sexuelle Fantasie mit dir. Und die kann ich dir aber nicht sagen, einfach so. Und sie so, warum denn nicht? Erzähl es mir doch, ja. Weil das ist ja genau das, was sie haben möchte. Eine sexuelle Fantasie, die du mit ihr dann in Verbindung bringst. Was das erzeugen wird, ist einfach, dass es sie geil macht. Sie bekommt Lust auf Sex. Und wenn sie Lust auf Sex bekommt, was willst du mehr? Okay, genau da willst du hin. Und die Routine, die mein Klient gestern benutzt hat, war, dass er dann einfach nach 10 Minuten zu ihr hingegangen ist auf der Tanzfläche, beziehungsweise sie haben einfach die ganze Zeit nebeneinander getanzt, nur dann ist er zu ihr hingegangen und hat halt gesagt, du, ich habe die ganze Zeit, seitdem ich weiß, dass du squirten kannst, eine Fantasie im Kopf und du als Creative Director von einer Sex-Game-Developer-Firma hast natürlich krasse Fantasien im Kopf und sie will die Fantasie wissen. Und du sagst so, ey, ich habe seit 10 Minuten, seitdem ich das weiß, dass du squirten kannst, voll die krasse Fantasie im Kopf mit dir, die ich mega gern mal ausprobieren würde, aber ich weiß nicht, ob ich sie dir sagen kann. Und dann, ganz wichtig, 90 Grad Freeze Out. Du drehst dich einfach auf der Stelle, einfach zur Seite, 90 Grad. Ja, wenn du so frontal mit ihr geredet hast, dich vielleicht reingebeugt hast, an ihrem Ohr vorbeigeredet hast, wenn du meine anderen Videos geschaut hast zum Thema Club Game, und dann gehst du ein bisschen raus und drehst dich einfach 90 Grad raus, ignorierst sie, schaust in den Raum, guckst, was da so geht und schaust einfach von ihr weg. Und sie will, das musst du dir in den Kopf rufen, die Information wissen, sie ist vorher geil gemacht worden. Und dann sagst du, dass du eine krasse Fantasie hast mit ihr, aber du nimmst sie ihr einfach weg, du drehst dich einfach weg und bringst deine Aufmerksamkeit ganz woanders hin. Und was dann passiert ist, ist, dass sie das Ganze 30 Sekunden lang ausgehalten hat. Wirklich 30 Sekunden, das hat echt sehr lange gedauert. Aber dann ist sie zu ihm hin, hat ihn angetippt und hat ihm fast schon aggressiv gesagt, du sagst mir jetzt diese Fantasie. Ja, sag sie mir bitte. Okay, sie war schon richtig verzweifelt, sie hat es nicht mehr ausgehalten. Und was mein Klient gemacht hat, war, dass er dann zu ihr gesagt hat, okay, aber dann müssen wir sie auch ausprobieren. Sie hat gesagt, okay, vielleicht. Und dann hat er gesagt, okay, er hat so angefangen. Stehst du auf Atemkontrolle? Und sie guckt ihn an, weil sie nicht genau wusste, was er damit meint. Und dann hat er gesagt, stehst du drauf, gewürgt zu werden? Also an deinem Hals. Und macht so eine Geste in Richtung ihrem Hals. Und was sie dann gemacht hat, war ein Move, den Frauen machen, wenn sie das noch nie ausprobieren. Sie hat in die Luft geguckt und sie hat gezögert. Ja, und hat überlegt, wie sie jetzt antworten soll, ohne ihr Gesicht vor ihm zu verlieren. Weil für Frauen ist es so, wenn sie sich unsicher sind, weil sie sexuell noch nicht so viel Erfahrung haben oder zumindest eine neue Fantasie, irgendeine neue Idee noch nicht ausprobiert haben, weil ihr Ex-Freund einfach eine Niete im Bett war und es einfach noch nicht mit ihr gemacht hat, dann ist so ein leicht schüchterner Touch. Und dann hat er sie gefragt, hast du es noch nie gemacht oder was? Und sie so, nein.
Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, dann erkläre ich es dir. Und er hat es dir dann so erklärt, wenn du kommst und dir währenddessen die Sauerstoffzufuhr zu deinem Gehirn unterbrochen wird, dann stirbst du den kleinen Tod. Dann passiert etwas, das man Le Petit Mort nennt. Ja? Und das ist richtig geil für Frauen. Und meine Fantasie war einfach, dass man das Ganze mit einem Squirt verbindet und währenddessen noch eine Sache macht, die ich dir jetzt aber nicht sagen will. Noch nicht. Und dadurch wächst du noch mehr Neugier. Sie hat diese Fantasie im Kopf. Okay, er wirkt mich, ich komme dabei, ich spritz ab und dann macht er noch irgendwas. Was denn? Ja? Und genau dadurch hast du bei ihr die Neugier geweckt. Und danach kannst du dann damit spielen und kannst sagen, hey, wenn du es ausprobieren willst, dann lass es uns doch jetzt einfach ausprobieren. Dann lass uns jetzt zu mir gehen. Auf, komm. Und das ist dein Pull-Versuch. Ja? Damit versuchst du sie zu pullen, also zu ziehen, zu dir nach Hause. Ja? Abzuschleppen im Endeffekt. Und das ist der Move. So funktioniert die Virtual Reality Sex Game Routine. Und ich kann dir sagen, dass während ich dieses Video aufgenommen habe, Frauen, die hier drumherum stehen, zugehört haben. Weil sie gehört haben, oh, wenn du kommst und dann squirtest und dann Le Petit Mort. Und das ist richtig geil. Und hast du es schon mal ausprobiert? Sexuelle Fantasien. Das triggert Frauen. Verstehst du das? Frauen sind gelangweilt in der Regel von 95% der Männer, weil die Männer einfach selber A, nicht so viel Erfahrung haben. Und wenn du nicht so viel Erfahrung hast, dann empfehle ich dir einfach einen Workshop bei mir zu buchen, weil dort kriegst du die Erfahrung. Und B, weil sie einfach nicht kreativ genug sind in diese sexuelle Richtung. Sie sind halt keine Creative Directors, Creative Designer, nenn dich wie du willst, ja, wenn es darum geht, dir den kreativen Posten in der Virtual Reality Sex Game Firma zu geben. Probier es einfach mal aus. Probier die Routine einfach mal aus und schau, wie die Frauen darauf reagieren. Versuch das Ganze auch wirklich kongruent rüberzubringen. Ja, wenn du mit mehreren Jungs unterwegs bist, dann kannst du auch erzählen, dass sie auch in der Firma arbeiten. Der eine ist dann der Programmierer, der andere ist dann der Vertriebler, der andere ist der CEO und was auch immer. Und jeder nimmt eine Rolle ein und diese Rolle spielt ihr einfach über den ganzen Abend hinweg. Bei mir, ich hatte den mega Vorteil, dass wir das Ganze vorher schon abgeklärt haben und vorher schon besprochen haben. Mein Klient wird gerade sogar angesprochen von einer Frau. Sehr, sehr nice. Und wir haben das vorher schon besprochen gehabt und ja, dadurch hatten wir einfach mega den Vorteil und konnten diese Story einfach mega nice durchziehen. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Falls du Fragen zu dieser Routine hast, dann baller sie mir einfach in die Kommentare, weil ich kann mir vorstellen, dass du Fragen hast wie, was passiert, wenn sie das und das fragt, was passiert, wenn sie das und das fragt, was für Geräte habt ihr dann so, hat sie uns dann gestern auch gefragt. Double Penetration Maschinen natürlich, wir haben Elektroschocks, wir haben alles Mögliche. Lass dir einfach irgendwas einfallen, was ihre Fantasie anregt und dir sind dabei echt gar keine Grenzen gesetzt. Du kannst ihr sogar erzählen, dass ihr ein Gerät entwickelt habt, wo du in einer No-Gravity-Box bist, in der Luft schwebst und währenddessen echten virtuellen Sex hast mit deinem Partner. Eine weitere Information, die wir gestern genannt haben, war, dass du deinen Partner mit deinem Handy abfotografieren kannst und dann im Endeffekt unser Programm sein Gesicht nachmodelliert in 3D und all diese Quatschsachen, ja, die natürlich erstunken und erlogen waren, ist es klar, aber es macht einfach Spaß. Und als sie uns dann gefragt haben, komm Jungs, das stimmt doch alles gar nicht, was ihr da erzählt habt, dann haben wir die Wahrheit gesagt und haben gesagt, natürlich war das erlogen, natürlich ist es erstunken und erlogen, ja, und haben dann einfach die Wahrheit gesagt, aber das haben sie uns nicht geglaubt. Sie haben uns die Wahrheit nicht geglaubt und die gelogene Story haben sie uns geglaubt. Und ich wünsche dir einfach viel Spaß an dieser Stelle beim Ausprobieren der Routine. Wie gesagt, falls du Fragen hast, baller es mir unten in die Kommentare. Abonniere mich auf Instagram, abonniere jetzt den YouTube-Channel und falls du mehr Fragen hast oder ein Coaching haben möchtest, dann geh jetzt auf www.flirtempire.com und zieh dir rein, was wir dort anzubieten haben. Wir sehen uns dort oder im nächsten Video. Bis dann. Peace.